Ja, hier ist wieder euer Borgelkart. Ich bin auf der Karte Highway, das ist ein Standardgefecht. Ich fahre den Tier 7er Premium Panzer der Briten, das ist der AT-15A. Er ist ziemlich gleich mit dem AT-15. Der AT-15 ist Tier 8, aber dieser Premium Panzer ist halt Tier 9. Und ich habe die Besatzung vom 10er englischen Panzerjäger hier drauf gesetzt, vom FV 200 und ihr wisst ja schon, den Tier 10er, den Babywerfer. Da kann die Besatzung hier ein bisschen Erfahrung drauf sammeln. Zum Fahrzeug wäre zu sagen, wer den AT-15 kennt, es ist nicht groß was anderes, die Kanone ist bloß etwas kleiner. Er wurde 1943 entwickelt, es wurde kein Prototyp von gebaut. Und er rast dahin mit maximal 20 km/h. Das wisst ihr ja von der AT-Reihe. Die ist halt nicht die schnellste, aber sie macht Spaß. Dieses Fahrzeug hat zum Beispiel eine Frontpanzerung von 228 mm, ganz nett im Tier 7er Bereich. Schwachpunkte sind die Waffenblende hier. Und da oben diese Türmchen, sprich Luken. Und mit 171 mm Durchschlag hat die Kanone eigentlich für Tier 7 auch genug Durchschlagswert, sprich Penetrationswert. Die Feuerrate ist relativ schnell. Ich hoffe, ich kann sie euch gleich vorführen. Und wenn ihr den Gegner auf Entfernung haltet, kann er euch ja auch nicht so leicht umkurven. Dann ist dieses Fahrzeug schon saugefährlich. Weil bis sie an euch ran sind, die Gegner, habt ihr denen schon zwei, drei Grüße entgegengeworfen. Im Stadtkampf ist das Beste, ihr kettet den Gegner, bevor er um eine Hausecke richtig fährt und schießt ihm immer wieder die Kette ab. Ihr macht den Gegner kaputt, bevor er überhaupt um die Ecke kommt. Er kommt nicht an euch ran, ist wehrlos. Bloß wenn ihr selber um die Hausecke fahren müsst, dann wird das schon unangenehmer. Ja, sonst gibt es hier eigentlich nicht viel zu sagen. Schaut euch das einfach an, habt euren Spaß. Und ich guck mal, dass ich mich jetzt hier so verschiebe, dass ich auf den Gegner werken kann. Ich müsste eigentlich demnächst auch in der Funkreichweite der Gegner sein. Und dann heißt es Spaß haben. Der ging drüber weg. Ja. Jetzt wäre vielleicht irgendeine Software oder ein Hilfsprogramm wie ein Zoom-Mod ganz schön, aber ich spiele ohne. Ich finde, ein Zoom-Mod, das ist nicht unbedingt das, was die Entwickler wollten. Sonst hätten sie uns ja auch mehr Zoom-Möglichkeiten gegeben. Und ich spiele halt ohne Zoom-Mod. Weil ich finde, das ist unnötig, will ich nicht sagen, aber das ist schon fast unfair. So, da ist doch noch eine Su-100 M1. Nicht abhauen. Und ihr seht, die Feuergeschwindigkeit ist wirklich nicht schlecht. Da kann man nicht drüber klagen. Auch auf weite Entfernung kann man durchaus dank 171 mm Durchschlag auch Löcher machen beim Gegner. Gut, das waren nun keine hartgepanzerten, die ich vorm Rohr hatte. Aber für Tier 7 geht das schon. Da bleiben ein paar Credits über. Man kann die Besatzung noch zusätzlich ausbilden. Das wird nichts. Das wusste ich schon, bevor ich gefeuert habe. Aber was soll's? Ein Versuch war es ja mal wert.
Ja, bei meinem Team sieht es so aus, dass die Stadt fällt. Das heißt, wir müssen hier schnell werden. Sonst sitzt der Gegner bei uns in der Base, besetzt sie und wir verlieren. Okay, der ging nicht durch. Dann ziehen wir mal auf den Turm. Und so 150 rum ist der Standardschaden dieses Fahrzeugs. Aber dafür schießt er recht schnell. Und wer sich nicht bewegt, kriegt einen Treffer nach dem anderen. So, da stehen wir im Cap-Kreis. Ich hoffe, die anderen kommen auch schnell, weil sonst verlieren wir. Weil unsere Heimatbasis ist total unverteidigt. Der Einzige, der da in der Nähe überhaupt stand, das ist der Tiger 1. Der läuft jetzt weg. Na gut, er läuft schon die ganze Zeit weg. Also, sage ich jetzt einfach mal kackfrech, wenn wir nicht cappen, verlieren wir. Also ist das Captain auch legitim. Oh, da ist doch ein Leopard. Da drehen wir uns schnell. Und kriegen wir noch... Ja, den kriegen wir auch noch. Na, allmählich, 3T29, die zurückkommen, wird's gefährlich. Aber da haben wir es gewonnen. Na, das war doch eine schnelle Runde. Egal, was passiert, wir haben gewonnen. Jetzt zur Auswertung. Dieses Gefecht wäre eine Klasse 2 wert gewesen. Überlegenheitsabzeichen halt, ne? Kennt ihr doch alles. So, ich war der zweitbeste des Teams. Habe 1444 Schaden gemacht, 2 Kills. Habe insgesamt 15 Schüsse abgegeben, 13 direkte Treffer. Das waren dann auch 13 Wirkungstreffer. Schaden 1444, Treffer erhalten 3. 2 waren Wirkungstreffer, einer ist nicht durchschlagen. Gut, potenziell erhaltener Schaden waren 820. Gegner beschädigt 5, Abschüsse 2. Schaden durch Spielerunterstützung 373 und noch 45 Eroberungspunkte. Das Ganze hat sich natürlich auch gerechnet. Ihr seht, die Munitionskosten mit 2800 Credit, die sind bei einem Premium-Panzer relativ gering. Die Reparaturkosten auch mit 2313. Und dank Premium und weil das ein Goldpanzer ist, nur Tier 7, wie gesagt, sind da übergeblieben gute 47.000 Credits. So, hätte ich kein Premium gehabt, hätte dieses Gefecht fast 30.000 Credits in die Kasse gespült bei mir, weil ohne Premium wären es genau gewesen, nach Abzug aller Kosten, 29.867 Credits, die übergeblieben wären. Da ich das Gefecht jetzt gedoppelt habe, waren es dann auch dank Premium dann 2144 Erfahrungspunkte. Das sind dann 2144 Punkte auf meine FV-Besatzung bei der Erfahrung zusätzlich kassiert. Und damit möchte ich mich verabschieden, euer Burgelcut. Ciao!